Dieser Mann hier hat einfach 9 Jahre lang jeden Tag eine Pizza nach Hause geliefert bekommen, obwohl er sie nicht bestellt hat, und du wirst mir niemals glauben, wer dahinter steckte. Das hier ist Gene, er ist 65 Jahre alt und lebt allein in Amerika in einem großen Haus. Doch eines Tages hat es an Genes Haustür geklingelt und geklopft. Als Gene die Haustür aufgemacht hat, hat er gesehen, dass dann eben ein Pizzalieferant mit seinem Mofa gerade eben an seiner Tür stand. Der Pizzalieferant wollte eben gerade Gene die bestellte Pizza liefern, doch Gene hat gesagt, dass er gar keine Pizza bestellt hat. Jedenfalls hat der Pizzalieferant darauf bestanden, dass eben Gene die Pizza entgegennimmt, weil er auch nur seinen Job machen wollte. Also hat eben Gene die Pizza entgegengenommen und sie sogar auch zu Hause entspannt gegessen. Gene hat sich dann weiterhin erstmal nichts gedacht und hat einfach weiter erstmal sein Footballspiel geguckt. Doch am nächsten Tag ist das gleiche genau wieder passiert. Ein anderer Lieferant aus einer anderen Pizzeria hat nochmal an Genes Haustür geklingelt, um ihm wieder eine Pizza zuzuliefern. Doch auch da hat Gene keine Pizza bestellt. Nun gut, bis hierhin ist erstmal alles in Ordnung, doch am 3., 4., 5., 6. und 7. Tag ist das gleiche wieder passiert. Jeden Tag kam auf einmal ein anderer Pizzalieferant aus einer anderen Pizzeria, um Gene eine Pizza zuzustellen. Doch Gene hat so eine Pizza generell noch nie bestellt. Das Ganze kam ihm dann natürlich sehr, sehr komisch vor und er hatte sofort ein sehr unwohles Gefühl. Weil wer bestellt ihm bitte jeden Tag eine Pizza nach Hause und bezahlt diese noch für ihn? Das Ganze ging dann sogar so weit, dass Gene nachts nicht mehr schlafen konnte, weil immer als er eben ein Auto oder ein Mofa vor seiner Haustür gehört hat, dachte, dass es jetzt wieder gleich klingeln wird und ihm jemand eine Pizza zustellt. Also hat er sich beschlossen dazu, dass er mit einem Freund über die ganze Sache mal spricht. Ein altbekannter Freund namens Karen, der ebenfalls eine Stadt weiter wohnt, hat sich dann eben mit Gene getroffen. Und nun kommt das Krasseste, denn bei Karen ist momentan seit Jahren genau das Gleiche los. Jeden Tag, seit ungefähr 3 Jahren, wird ihm eine Pizza zugestellt, die er nicht bestellt hat. Also haben die beiden sich natürlich sofort dazu entschlossen, erstmal die Polizei anzurufen, um diese ermitteln zu lassen. Und tatsächlich konnten die Polizisten schlauer werden und sie haben den Fall gelöst. Denn Gene und Karen sind nämlich vor einigen Jahren in eine Pizzeria gegangen, um ein gemeinsames Mittagessen zu machen, als sie noch beide gearbeitet haben. Denn sie hatten nämlich den gleichen Job und sind dann eben mittags immer essen gegangen. Doch dort gab es einen Laden, eine neue Pizzeria, die eröffnet hat, mit komplett neuem Personal. Und derjenige, der die Pizza gemacht hat, also der Pizzabäcker in dieser Pizzeria, hieß Donald. Doch der war eben komplett neu und hat zuvor noch nie wirklich eine Pizza gemacht. Demnach hat die Bestellung von Karen und Gene, als sie in dem Restaurant bzw. in der Pizzeria saßen, einfach etwas länger gedauert. Na, jedenfalls wollten die beiden halt nicht warten und haben Donald, den Pizzabäcker, immer wieder Druck gemacht und immer wieder die Bedienung gefragt, wo denn endlich deren Pizza bleibt. Als die Pizza angekommen ist und sie beiden die aufgegessen haben, wollten Gene und Karen diese Pizza nicht bezahlen, weil sie einfach viel zu lange gebraucht haben, bis sie fertig war. Das Ganze ist fast eskaliert und die Pizza ist einfach auf den Boden gefallen. Daraufhin sind Gene und Karen eben aus dem Laden gegangen, um nach Hause zu fahren. Doch Donald hat an diesem Tag seinen Job verloren, welcher ihm sehr wichtig war und er ihn gebraucht hatte. Und seitdem dachte er sich, er macht einfach eine Rache und bestellt den beiden jeden Tag eine Pizza. Folgt mir jetzt für weitere Videos.